Wie kannst du draußen auf der Straße eine Frau ansprechen? Wie wollen Frauen, fremde Frauen angesprochen werden? Wie kannst du mit fremden Frauen flirten? Mein Name ist Matt. Ich habe viel beschäftigten Männern, die richtige Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nicht zu verschwenden. Heute mit einem ganz bestimmten Thema. Denn ich will dir zeigen, wie Frauen in der heutigen Zeit angesprochen werden. Wir sind jetzt gerade in Köln. Das heißt, ich werde gleich auf einige zugehen. Ich werde einige ansprechen, um Content für dich zu bringen. Das heißt, wenn du diese Art von Umfragen öfter haben willst, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und ganz wichtig, aktiviere die Glocke. Denn dieses Video wird dir einige Tipps bringen, einige Tricks, mit denen du Frauen ansprechen kannst. Und danach werde ich in der Tiefe nochmal drauf eingehen, was genau die Frauen gemeint haben. In dem Sinne, viel Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich eher nicht so offensiv und nicht solche flachen Anreden, die man halt so kennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht mit, hey, wie geht's dir? Ich glaube, einfach spontan. Also einfach nicht einen blöden Spruch, nicht etwas über das Aussehen. Kommt drauf an, eigentlich fast gar nicht. Hi. Hi, wie sehr liebst du mich? Sehr. Gut. Über das ganze Herz. Habe ich jetzt auf Video, mehr brauche ich nicht, das gucke ich mir jetzt jeden Abend an. Ja. Erstens. Kompliment machen vielleicht sogar, also das ist ja der Grund, warum man angesprochen worden ist. Und dann, wie soll ich das sagen, einen gewissen respektvollen Abstand gewahren. Distanz, genau, weil okay. Wenn man so vor meinem Gesicht ist, dann sage ich auch direkt, du kannst sagen, was du willst, da mache ich ganz schnell die Wiege. Ja, also grundsätzlich sehr viel nette Empathie, Worte. Empathie, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Also es kommt nicht auf Pornhub, versprochen. Die okay. Guckt schon so, die so. Ich habe schon viel erlebt, deswegen. Ja, ach so. Also nicht mit Pornhub, aber. Gut, also jetzt nicht so die typische Pickup-Line, bist du vom Himmel gefallen? Ja, das wäre schon ziemlich schwach, muss ich sagen. Da muss man ein bisschen kreativer sein wahrscheinlich. Was würde passieren, wenn er trotzdem diese Line bringen würde, aber auf eine Art und Weise, wo er wüsste, dass es so flach ist, dass es wieder witzig wäre? Ja gut, das wäre natürlich, das wäre relativ cool. Na, also so low-key, das ist so ein bisschen unterschwellig. Ja, das wäre mein Ding, denke ich. Sondern ja, eher vielleicht, wenn ich, ich weiß nicht, etwas Schönes trage oder Ohrringe, eher sowas. Also, wenn du die Haare gemacht hast, genau, dass man den Fokus darauf legt. Genau, das oder, also dass man nicht nur starrt und nicht anspricht. Also ich glaube, das ist den ersten. Also dass man überhaupt mal ja, dazu kommt, und Hallo sondern sagt. Nicht nur so guckt, sondern einfach sagt, ey, ich finde dich sympathisch, aha, wie du das gemacht hast. Finde ich toll. Wie ich das gemacht habe. Habt ihr das gehört? Genau. Habt ihr das gehört, wie ich das gemacht habe? Eigentlich ohne viel drumherum gerede. Nettes Hallo, wie geht's dir oder so, ohne irgendeinen Spruch. Finde ich okay. Am besten. Ich persönlich, ich mag was Außergewöhnliches. Also wenn man mir zum Beispiel eine Frage stellt, womit ich nicht rechne. Also ich könnte jetzt auch kein Beispiel nennen, aber nicht so wie, hey, wie geht's dir? Ich habe dich hier gesehen und sondern einfach mal ein bisschen kreativ sein und sich ein bisschen interessant machen dadurch. Also ein bisschen Kontrast zu allem anderen ja. sein, ne? Also man muss jetzt nicht sich... Die übelste Line haben. Ja, genau, richtig. Aber einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, wo man sich denkt, okay, der hat sich jetzt echt kurz was überlegt. Mhm. Ja, wo man halt echt dann auch Bock auf das Gespräch hat. Sowas wie einsam meditieren? ja, zum Beispiel sowas, etwas, ja. Etwas, was dich halt aufweckt, das ja, genau, ich, ne? Wo ich direkt halt Bock auf ein Gespräch habe, so, genau. Mit Aloe Vera Wasser, 100%. Warum gerade Aloe Vera Wasser? Sehr kreativ. Okay. Sehr einzigartig, noch nie gehört vorher. Sprichst du damit etwas an, was ein bestimmter süßer Typ gemacht hat? Vielleicht. Mir kommt sehr bekannt vor. Ja? Also ich habe gehört, er soll wirklich, wirklich smooth sein. Nein, er hat das war Wasser nicht schlecht. Ja, ne? Ja. Das war gut, ja. Ja, das war beeindruckend. Ja. Also es ist mir immer noch im Kopf, obwohl es 2 Jahre her ist. Siehst du? Es kommt wirklich drauf an. Also so auch dieses Hallo schon. Ich finde, selbst wenn man so die Begrüßung an sich auch schon, also so ein Hallo, das reicht auch. Oder so, aber nicht mit so einem komischen Anmachspruch. Zum Beispiel, als ich dich gerade eben angesprochen habe, war ja erstmal so voll... Safe. Komplett, ne? Und dann war ich so, oh, okay, ich merke, ich bin gerade ganz woanders so. Ja.
Und da war ich so, geh auf das gleiche, also auf die gleiche Wellenlänge so ein bisschen mehr ein. Und da warst du ja auch viel, viel offener. Du konntest ja auch dann auch reden, weil es war für dich angenehm, einfach in der Konversation zu sein. Man geht von, also eine Frau geht von Anfang an davon aus, dass ein doofer Spruch kommt. Ja, okay. Und wenn er dann nicht kommt, dann kann man diese Mauer fallen lassen und sagen, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein. Aber erstmal lässt man sich grundsätzlich nicht mehr darauf ein, würde ich jetzt mal so sagen, in der heutigen Zeit. Ja, weil halt ziemlich viel Bullshit auch kommt bei den meisten. Total. Deswegen kommt alle ins kostenlose Erstgespräch bei mir, dann wird alles gut. Sie empfiehlt es auch? Easy. Just with politeness, like I think. Yeah, just upfront and not any corny lines or... Ich war mal tanzen auf dem Fahrrad an der Ampel und da war ein Typ neben mir und der hat gemeint, du hast schöne Ohrringe. Und dann sind wir weiter zusammengefahren und irgendwann hat er gesagt, tanzt du? Und ich habe gesagt, ja. Und er hat gemeint, steig von deinem Fahrrad aus. Hat Musik angemacht. Er hat mit dir getanzt. Und wir haben auf dem Gehsteig getanzt. Guck mal, wie cool das ist. Das muss ich einfach... Einfach irgendwas einfach anderes vertrauen. Und einfach mal machen. Ja. Also ich wurde gestern auch beispielsweise angesprochen, da wurde ich halt gefragt, das war aber auch nur so ein Alibi-Ding, glaube ich, ob ich, das waren drei Jungs. Uhrzeit geben? Gestern, das war um... Nein. Ich dachte, ich soll die Uhrzeit geben. Ja. Nee, das waren drei Jungs und einer von denen hatte mich halt, die haben so halt heimlich so hi gesagt und dann meinte einer von denen, kannst du uns einen Joint drehen? Also das war auch, glaube ich, kein direkter Anmachspruch, aber das war es so, damit so das, ja, weil dann sind wir halt sozusagen ins Gespräch gekommen und dann... Und du warst so, ja, sag doch einfach, weshalb du wirklich hier bist. Ja, also, aber das war mir eigentlich schon klar. Ich wurde letzte Woche mit einer Freundin von zwei Typen hier angesprochen und die haben so eine Show gemacht und am Ende ist rausgekommen, dass er Dating-Coach ist. Und der hat mich sogar geküsst. Einfach so. Wie ich am liebsten angesprochen werden würde, nicht zu aufdringlich. Okay. Und so, dass ich auch Nein sagen kann, ohne dass es unangenehm wird. Mhm. Ja, gib mir mal ein Beispiel. Oh, ein Beispiel? Hey, ich hab dich gesehen, du siehst sympathisch aus. Hast du Lust, mal einen Kaffee trinken zu gehen? Also sehr, sehr direkt. Nicht allzu chicky-mickey. Nicht zu, nee. Weil sonst kommt man sich sehr unbesonders vor. Oder halt mit Aloe Vera was anderes. I can only think of one from Fresh Prince of Bel-Air right now. So it's giving away my age. But like, yeah, you've been walking through my mind all day kind of thing. So yeah. Alright, so you, it should be pretty honest, pretty straightforward. Yeah. Halt einfach echt. Also so selbst wenn das halt, wenn er sich zusammenreißen musste, also selbst dann, aber nicht so einer, okay, ich habe gelesen, der Spruch, der zieht bei den meisten so dann... Also jetzt nichts Vorprogrammiertes, genau, so, ja. Weil es, das nimmt so ein bisschen die Seele weg. Genau, ja. Ja, man merkt das. Ja. Man merkt es richtig. Ja. Weil, schau mal, die meisten Leute, mit denen du redest, also vor allem, wenn du so eine Umfrage machst, die haben halt den übelsten Stock im Arsch. Ja. So, das merkst du richtig. Ja. Und du wirkst halt sehr, sehr offen und auch kommunikativ, weißt du, du beantwortest nicht mit einem Satz und Punkt. Ja. Ja, ist richtig. Punkt. Ja, ist richtig. Und dann hört sie auf und dann so, oh, das ist unangenehm geworden. Triffst du dich noch mit denen? Nein. Auf gar keinen Fall. Und genau deswegen sollt ihr alle zum Beratungsgespräch, alles gut, deswegen sollt ihr alle zum Beratungsgespräch zu mir kommen. Also ich wüsste ja gar nicht, wie das wäre, einen Stock im Arsch zu haben. Zum Glück. Aber die Leute, die es haben, die wissen es gar nicht. Achso. Das wurde jetzt, this went sexual really quick. Okay. Also sie will sich besonders vorkommen. Haben wir damals über die Avengers geredet? Ja. Ja, ne? Ja, wir haben uns den Trailer angeguckt zusammen. Ehrlich? Ja. Da kam Infinity. Ja. Ja, geil. Da saßen wir vorne auf dem Dings. Patrick war, glaube ich, auch da. Du hattest eine Freundin dabei. Ja. Ja. Du hast meine Freundin zuerst angesprochen, hast gesagt, finde deine Freundin mich nett oder so. Habe ich? Ja, ja. Und dann kam das mit dem Aloe Vera Wasser. Also ihr wisst, ne? Aloe Vera Wasser, damit bekommt ihr alle rum. Ich müsste so ein Product Placement machen für Aloe Vera, Aloe für Vera DM. Wasser. Für DM. Da gibt's das, ne? Ja. Hat es eigentlich geschmeckt? Nee. Sag es nicht, sonst kannst du dich nicht sponsern. Scheiße, das war echt. Wenn du Lust hast zu lernen, wie du auf Frauen zugehst, wie du mit ihnen richtig kommunizierst, diese Empathie hast, wie du es hinbekommst, sie auf ein Date zu bekommen, dass du sie näher kennenlernst, wirklich eine Verbindung, eine echte Bindung mit einer eventuell sogar komplett fremden Frau bekommst, wenn du lernen willst, wie das alles geht, dann guck unten in die Videobeschreibung, da ist der erste Link, der führt zu einem kostenlosen Erstgespräch. Füll das Formular aus, dann wirst du angerufen und wir werden über deine komplette Situation durchgehen. Ich werde mir eine Stunde, anderthalb Stunden nehmen, werden alles durchgehen, werden dir einen Schritt-für-Schritt-Plan machen, wie du dein Problem wirklich lösen kannst, wenn du jetzt gerade zu oft sagst, ey, ich komme in die Friendzone, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht so bei den Frauen an, wenn du das Gefühl hast, du bist viel zu angespannt bei Dates oder generell mit Frauen, wenn die Frauen dir sagen, ah, der Funke ist nicht übergesprungen, wenn sie nicht auf ein Date mit dir gehen,
das alles ist für dich. Wenn du sagst, ich will lernen, wie ich einfach geiler kommuniziere, ich will meine Persönlichkeit auf den Tisch legen und sagen, ey, das bin ich, so schamlos, dann ist das was für dich. Wenn du deine persönliche Weiterentwicklung wirklich als was Wichtiges siehst, dann ist das etwas für dich. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir sehen uns das nächste Mal und eventuell hören wir uns im Beratungsgespräch. Dein Matthias.